Wir haben jetzt mitgekriegt, dass gerade gestern in Lauterach, wo das Konzert war und die Abendveranstaltung, sich eine Besucherin und Anwohnerin genervt gefühlt hat. Die hat gemeint, das sei viel zu laut und gang zu lange. Wie geht ihr denn mit Anwohnerbeschwerden und Besucherbeschwerden um? Haben wir eigentlich noch gar nicht gekriegt. Beschwerden haben wir noch gar nicht gekriegt, ja. Nichts bekannt, aber das ist wieder, da müssen wir wieder die Lautracher fragen, also wenn Beschwerden da sind. Denn betrifft das natürlich Außenbühnen. Da ist natürlich hakeliger, weil wir haben ja unsere Veranstaltung im Messequartier, oder? Und da kann ja nicht viel passieren, also da ist niemand umeinander. Also wir selber kriegen keine Beschwerden. Okay, und wenn eine Beschwerde jetzt kommt, hat von der Messe oder von der Birkenwiese, da wären schon ihr zuständig, oder? Das könnte eigentlich gar nicht passieren, weil unsere Veranstaltungen finden ja unter Tag statt. Also nicht am Abend und nicht in der Nacht. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass da jemand sich beschwert, dass am Nachmittag zum Beispiel der Öffnungsveranstaltung irgendwie zu laut ist. Also da haben die Leute also sicher Verständnis. Also da erwarten wir uns nichts, aber wenn jetzt jemand sagt, die Eröffnungsveranstaltung ist zu laut, ja, was sollen wir da tun? Also da können wir sicher nur mal reagieren. Die zwei Stunden müssen die Leute halt einfach auch mitlassen in dem Fall. Aber wie gesagt, bei uns passieren so Sachen wenig, weil wir ja in Bereichen agieren, wo eigentlich die Anrainerstörung kaum möglich ist, weil sie unter Tag stattfindet und weil es öffentliche Institutionen sind, wo entweder wir Messequartier niemand umeinander ist in der Umgebung oder beim Casino-Stadion Bregenz oder in Birkenwiese eigentlich, ja, das zu einer Sportanlage dazugehört, dass es halt manchmal ein bisschen lüter ist. Aber es ist jetzt so ein Zeitpunkt, wo man es eigentlich ausheben müsste. Und ja, aber wenn natürlich eine Beschwerde kommt, dann, und wir wissen, wer das ist, dann werden wir mit denen sicher reden und um Verständnis bitten.